Hallo, ich bin's Andrea. Herzlich willkommen in meiner Kreativstadt. In dem heutigen DIY-Video geht es darum, dass ich meine Arbeitsplatte von meinem Arbeitstisch neu, ich sage jetzt einmal, gestalte. Und zwar ist es eine Arbeitsplatte, die ist ja stabverleimt zu Buche, die man auch kennt in Küchen. Da wird sie auch oft als Arbeitsplatte verwendet. Also das, was ich euch heute hier zeige, könnt ihr anwenden für eure Arbeitsplatte in der Küche, für euren Basteltisch, für die Deckplatte von einer Kommode, ja, also für einen Schreibtisch. Also das könnt ihr wirklich auf alles umsetzen. Muss ja nicht stabverleimt sein, kann auch einfach nur Naturholz die Oberfläche sein. Aber wenn ihr da einen Whitewash-Look haben wollt und der auch noch widerstandsfähig ist und etwas aushält, dann seid ihr jetzt heute hier genau richtig, denn genau das werde ich heute tun. Ich werde diese Arbeitsplatte hier im Whitewash-Look bearbeiten. Dafür verwende ich Kreidefarbe und zwar im Farbton Cream. Also ich nehme die Farben von Lignocolor, die Produkte. Ansonsten wäre das wahrscheinlich einfach ein Naturweiß, also kein richtiges Reinweiß, sondern Naturweiß. Das verwende ich, um diesen Whitewash-Look hier zu gestalten. Man könnte es auch mit weißem Wachs machen, aber da ich hier keine gebürstete Oberfläche habe, sondern eine glatte Oberfläche, geht das natürlich wesentlich besser und sinnvoller mit der Kreidefarbe. Dafür verwendet man am besten dann auch Spatel. Also ich habe jetzt hier einen aus Kunststoff, der ist etwas weicher. Ist natürlich auch gerade für Anfänger in dem Bereich wesentlich besser, mit einem weichen Rakel zu arbeiten, denn dann verletzt man auch die Holzoberfläche nicht. Man kann allerdings auch natürlich am Ende noch mit einer richtigen Spachtel darüber gehen, gerade auch an den Kanten, wenn man sagt, man möchte noch ein bisschen mehr einen Shabby Look, Shabby Chic gestalten damit. Und zum Versiegeln verwende ich das Multisiegel von Lignocolor. Das haben wir auch schon verwendet für unseren Waschtisch im Bad, damit es wirklich eine sehr widerstandsfähige und robuste Oberfläche wird, die auch mit Wasser zurechtkommt oder eben, wenn man darauf arbeitet, dass sie auch nicht so schnell verkratzt oder man zu dem Holz wieder durchkratzt und es damit beschädigt. Ja, also das sind mal die wichtigsten Dinge, die wir heute benötigen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wir starten und ich hoffe, ich kann euch auch ausreichend Tipps und Tricks hierfür mit auf den Weg geben. Und natürlich freue ich mich wie immer über 2 Daumen hoch am Ende des Videos. Als erstes nehme ich ein Schleifpapier der Körnung 40, um damit die Oberfläche von meinem Arbeitstisch erst einmal wirklich sehr grob anzuschleifen, um auch Reste von dem Wachs, das ich vorher verwendet habe, so gut wie möglich herunterzubekommen und natürlich eine sehr einheitliche Oberfläche zu schaffen. Das macht sich dann natürlich auch bemerkbar, wenn man dann mit der Kreidefarbe diesen gekalkten Look erzeugen will. Also Schleifpapier drauf und dann wird erst einmal schön geschliffen und es geht auch ziemlich viel Wachs drunter. Das sieht man auch am Schleifpapier unten. Und wenn man fertig ist mit dem Schleifen, dann auf jeden Fall wirklich gut absaugen. Also staubfrei machen, damit keine Staubpartikel zurückbleiben, denn alles, was zurückbleibt, das vermischt sich dann auch mit der Farbe und das wird dann einfach eine unschöne Oberfläche, ein unschöner Look. So, nun sind wir soweit, dass wir mit dem Kalken mit der Kreidefarbe beginnen können. Dafür sprühe ich die Oberfläche von der Arbeitsplatte, also das Holz, mit Wasser ein und verteile dann auch das Wasser, das ich aufgesprüht habe, gleichmäßig auf der Oberfläche. Und ich habe dann sogar noch mal etwas nachgesprüht, weil das Holz ja ist ja jetzt aufgeraut, es saugt ja doch ein bisschen was von der Feuchtigkeit weg. Denn ich möchte natürlich so lange wie möglich den Trocknungsprozess meiner Kreidefarbe hinauszögern und deswegen verwende ich hier einfach Wasser aufgesprüht auf die Arbeitsplatte. Und als nächstes nehme ich dann einfach die Farbe auf den Pinsel und verteile es jetzt auf diesem ersten Stück, das ich mir vorbehandelt habe, eben mit dem Wasser vorbehandelt habe, trage das Wasser, die Kreidefarbe gut auf, nehme ab und zu auch nochmal Wasser dazu, um sie wirklich schön zu verdünnen. Und wenn dann diese erste Fläche mit Kreidefarbe bedeckt ist, dann nehme ich diesen Plastikspatel, weil der ja doch ziemlich weich ist, und ziehe die Farbe ab, sodass das dann wirklich nicht mehr einheitlich ist, sondern eher durchbrochen. Und
diesen Vorgang. Ist klar, ist wichtig, dass man die Farbe sehr gut abzieht. Ich mache das dann einmal längs runter, also senkrecht, und dann auch einmal quer. So, wenn der erste Teil fertig ist mit dem Abziehen der Farbe, kommt natürlich das Ansetzen vom zweiten Part. Also ich habe mir das auf drei Parts aufgeteilt bei dieser großen Platte. Und der Vorgang ist wieder ganz genau derselbe. Also mit Wasser erst einsprühen, das Wasser schön verteilen, damit auch die Oberfläche leicht feucht ist. Dann natürlich wieder die Kreidefarbe auftragen. Auch wenn es sein muss, mit Wasser nochmal nachspülen, damit sie auch lange braucht, bis sie trocknet. Und dann wieder mit dem gelben, also mit dem Plastikspatel, die Farbe abziehen. Und man hat zwar das Gefühl, dass vielleicht die Stoßkanten, wie soll man sagen, unterschiedlich dick oder von der Kräftigung, von der Farbe her sind. Aber wenn dann alles getrocknet ist, sieht es alles ziemlich gleich und ebenmäßig aus. Das ist jetzt nur, weil eben die eine Seite schon so gut wie trocken ist und die andere jetzt noch feucht darüber gepinselt wird. Und natürlich kann man diesen Vorgang mit dem Kalken, mit der Kreidefarbe gleich auch noch einmal wiederholen, wenn man vielleicht doch zu wenig Farbe aufgetragen hatte oder zu viel Wasser. So kann man hier gleich noch mal nacharbeiten und das Ganze noch mal abziehen, damit es wirklich sehr schön gleichmäßig wird und schön ineinander verläuft. Nachdem dann die Kreidefarbe komplett getrocknet war, bin ich nochmal hergegangen, habe immer noch mal ein bisschen Farbe auf meinen Pinsel gegeben und auch die Oberfläche noch mal ein bisschen angesprüht. Und zwar an den Stellen, wo ich das Gefühl hatte, hier sollte ich vielleicht doch noch mal etwas nacharbeiten, damit die ganze Oberfläche etwas gleichmäßiger wird, also wirklich einen gleichmäßigen Look hat. Und das seht ihr hier auch, ich trage es relativ trocken auf, die Farbe, und verteile sie gut, sodass sie sich gut in den Rest einfügt, sodass ich jetzt gar keinen Spatel benötige oder ein Tuch, um hier nachzuarbeiten. Aber man kann es natürlich auch mit einem Tuch machen, also man hat ja hier verschiedene Möglichkeiten und letztendlich, man kann nichts verkehrt machen, man kann immer nur alles richtig machen. Hier möchte ich euch auch nochmal zeigen, wie ich die Kante bearbeitet habe. Also es ist genau dieselbe Vorgehensweise, die Farbe sehr feucht auftragen und dann mit dem gelben Spatel die Farbe einfach abziehen.
Jetzt gestalten wir uns noch den Shabby Look und dafür nehme ich jetzt eine richtige Spachtel. Denn diese ist natürlich auch in der Lage, hier wirklich Farbe abzutragen, so ähnlich wie beim Schleifen. Wichtig ist, dass man diese Spachtel wirklich senkrecht stellt und den Druck in die Mitte auf die Kante gibt, sodass man ein relativ gleichmäßiges Ergebnis bekommt und nicht nur an den Seiten von der Spachtel dann so Riefen entstehen, sondern dass man wirklich gleichmäßig jetzt die Kreidefarbe von der Oberfläche abschabt. Und ihr seht schon, dadurch entsteht einfach schon so ein Shabby Look, so ein gebrauchter Look, als wenn eben schon darauf gearbeitet geworden wäre und natürlich auch schon Farbe, also von dem Kalk abgegangen ist. Hier zeige ich euch das auch noch an der Kante. Also ich habe auch natürlich die obere Kante hier, seht ihr schon, mit der Spachtel, ich sage jetzt mal, angeschliffen. Dadurch bekommt es natürlich wirklich diesen normalen Shabby-Schick und dann auch an der Seite entlang. Und ihr seht, wie schön dann auch die Farbe immer wieder teilweise mit abgeht. Und dadurch bekommt es so einen ganz tollen, ich sage jetzt einmal, gekalkten Look, so einen Whitewash-Look. Und hier das Ganze mal aus der Nähe. Wichtig ist nach dem Bearbeiten mit der Spachtel natürlich den ganzen Farbstaub wieder abzusaugen, damit wir jetzt wieder eine schöne staubfreie Oberfläche erhalten, denn jetzt geht es ja an das Versiegeln. Man muss natürlich auch das Multisiegel wirklich sehr gut aufrühren, umrühren, damit sich alles sehr gut vermischt. Und ich verwende jetzt nicht nur eine normale Shabby Chic Versiegelung, sondern wirklich dieses Multisiegel, weil meine Arbeitsplatte, das ist ja wie bei einer Arbeitsplatte in der Küche auch oder bei einer Tischplatte, sehr stark beansprucht wird. Dieses Multisiegel trage ich nun mit einem Pinsel auf. Ihr könnt auch einen Schwammpinsel dafür verwenden. Wichtig ist natürlich, dass man es gleichmäßig aufträgt und natürlich auch Nasen vermeidet. Denn diese Nasen, die würden sonst leicht milchig auftrocknen und das möchte man ja nicht. Also deswegen auch wirklich an den Kanten Acht geben, dass keine Nasen entstehen. Die Erstschicht 2 bis 3 Stunden gut trocknen lassen. Danach kommt dann die zweite Schicht. Wenn wir die aufgetragen haben, dann das Ganze über Nacht trocknen lassen. Bevor man dann die dritte und letzte Schicht aufträgt, nimmt man ein Schleifpapier mit der Körnung 120, 150 und schleift einmal über die gesamte Oberfläche. Natürlich muss man diese dann danach auch wieder mit dem Staubsauger, also absaugen oder halt staubfrei machen, bevor man dann die letzte Schicht aufträgt und diese dann mindestens 16 Stunden trocknen lässt. Und danach ist die ganze Arbeitsplatte wirklich sehr strapazierfähig. Ich kann das nur bestätigen, denn ich arbeite ja darauf und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Versiegelung. Und hier könnt ihr nun aus der Nähe noch einmal diesen gekalkten Effekt euch anschauen und ihr seht auch, wie der Shabby Chic zur Geltung kommt. Also ich finde, macht sich wirklich richtig gut. So, nun sind wir schon wieder am Ende von diesem DIY-Video. Und natürlich freue ich mich wie immer über 2 Daumen hoch und auch über einen netten Kommentar, denn YouTube liebt Kommentare, wie ihr wisst, und damit könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns bei meinem nächsten DIY-Video wiedersehen. Und damit ihr kein Video verpasst, abonniert doch am besten meinen Kanal, klickt die kleine Glocke und schon werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video für euch hochlade. So, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Kreativsein und tschüss, bis zum nächsten Mal.